bereits zum fünften Mal findet das Bitburger Pokalfinale in Bonn statt. Und damit hallo und herzlich willkommen aus dem Sportpark Nord. Die heutige Partie hat eine Menge Brisanz. Drittligist gegen Viertligist und dazu auch noch ein richtiges Derby. Denn die Fortuna Köln trifft auf ihren Rivalen Viktoria Köln. Wer wird Kölner Pokalkönig? Und damit werfen wir einen kurzen Blick auf die Mannschaftsaufstellung beider Teams mit unserem Kommentator Philipp Häuser. Danke Kevin und wir blicken gleich auf die Fortuna im 4-4-2. Im Sturm natürlich mit ihren Torgaranten Marco Königs und Julius Biada. Die haben zusammen schon satte 30 Pflichtspieltreffer in dieser Saison erzielt. Thomas Kaczmarek schickt seine Viktoria in seinem letzten Spiel als Coach im 4-2-3-1 aufs Feld und da sind natürlich alle Augen auf den Kapitän gerichtet. Ist Mike Wunderlich fit genug nach 2 Wochen Magen-Darm? Na klar, das Pokalfinale lässt sich der Urkölner nicht entgehen. Er also Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Höhenberger. Über 4000 Zuschauer sehen dann einen flotten Start. Es geht hin und her, Chancen auf beiden Seiten. Eine der besten hat die Viktoria nach einer Viertelstunde. David Jansen trifft nur die Latte. Jansen ja im Winter erst aus Oberhausen zur Viktoria gewechselt. Eine sprichwörtlich unverzichtbare Größe bei den Höhenbergern. Auf der anderen Seite natürlich alle Augen auf Julius Biada. Der macht sein letztes Spiel im Trikot der Fortuna, wechselt ja zur neuen Saison rauf in Liga 2 zu Eintracht Braunschweig. Zum Abschied soll bitte der Pokalsieg her. Hier scheitert der Aufsteiger der Saison ganz knapp. Zur Pause gibt's das erste torlose Remis in 5 Jahren Pokalgeschichte im Bonner Sportpark Nord. Und in der zweiten Hälfte sieht es lange nicht so aus, als ob sich an dem Spielstand etwas ändert. Eine ausgeglichene Partie, die nach starkem Beginn immer mehr verflacht. Nach rund einer Stunde endlich wieder Tempo. Ein Angriff des Regionalligisten Reimering auf Lukas Nordbeck. Eigentlich muss das jetzt das erste Tor im Kölner Stadtderby sein. Lukas Nordbeck, der Ex-Fortune, ist eben ein Kampfschwein. Ein Goalgetter war er eigentlich noch nie. Gegen Ende der regulären Spielzeit gibt es dann Wechsel auf beiden Seiten. Unter anderem kommt bei den Südstädtern Kauli Oliveira Sousa für Damani. Auf der anderen Seite ersetzt Jules Schwadorf den ausgepumpten René Klingenburg. Aufgepasst, beide werden in der folgenden Verlängerung eine wichtige Rolle spielen. In der sind dann 5 Minuten gespielt, in denen sich die Mannschaften zunächst nicht wehtun. Dann schlägt die Stunde für den Mann mit der 5. Das ist Jules Schwadorf. Das 1:0 für die Viktoria. Unter der Woche hatte Trainer Thomas Kaczmarek einen Einsatz des Mittelfeldspielers noch kategorisch ausgeschlossen. Auch er war verletzt. Schießt er sein Team hier zum Sieg? Es sieht fast so aus. Wenig später Freistoß für die Viktorianer und das kann kaum einer besser als Mike Wunderlich. Fortunas Pokalkeeper Tim Boss mit einer klasse Flugshow. Wo ist das Aufbäumen des Drittligisten? Wir befinden uns schon in der zweiten Hälfte der Verlängerung. Einer bäumt sich richtig auf. Der trägt die Nummer 18 und ist wie Schwadorf auf der anderen Seite noch frisch. Das ist Kauli Oliveira Sousa. Und auch der Joker sticht. Ausgleich. Er hat so schwer in diesem Team. Die Fortuna ist auf den Außen so gut besetzt, da bleibt oft nur die Bank. Trotzdem schießt der Deutsch-Brasilianer hier bereits sein 8. Pflichtspieltor. Die Fortuna ist tatsächlich zurück. Es kommt zum so dramatischen und spannenden Elferschießen. Wir steigen ein beim Stand von 6:6. Bei beiden Teams haben vorher alle 5 Schützen getroffen. Sebastian van Santen für Jansen eingewechselt, ganz sicher. Und dann liegt der ganze Druck auf Kusi Kwame. Seit 3 Jahren trägt er das F auf der Brust. Er zögert langsam, läuft an und Nico Pellatz hat die Ecke. Wahnsinn! Die Viktoria ist zum 3. Mal in Folge Pokalsieger. Zum 3. Mal wird nächste Saison der DFB-Pokal in Höhenberg vorbeischauen. Na klar sehen wir dann 2 völlig verschiedene Gefühlswelten. Während die Südstadt trauert, feiert Höhenberg einen weiteren Derby-Sieg im Pokal. Die Siegerehrung wird zum rauschenden Fest. Mal ehrlich, wer braucht denn bitte ein Madrider Stadtderby im Champions-League-Finale, wenn man so ein packendes Stadtderby vor der Haustür zu sehen kriegt? Was für ein Pokalkrimi! Der Sieger konnte erst im Elfmeterschießen ermittelt werden und die Viktoria kann sich ein weiteres Jahr Derby-Sieger nennen. Für die Mannschaft von Tomek Kaczmarek geht es jetzt nach Mallorca auf Abschlussfahrt. Und für uns? Für uns geht es zurück nach Köln. Tschüss.